Bilder voller Fantasie und Farbenpracht. Gemalt von Morita Machiko. Als Kleinkind erkrankte Morita Machiko an hohem Fieber. Die daraus entstandene Gehirnlähmung fesselt ihren Körper, nicht aber ihren Geist. In der Kunst hat sie Erfüllung gefunden. Aber um ihren Geist auszudrücken, muss sie ihren Körper fesseln lassen. Ich bin glücklich. Nur wenn ich lange male, werde ich müde. An einer Schule für behinderte Kinder wurde ihr Interesse für die Malerei geweckt. Mit der Hoffnung, als Künstlerin einmal ein unabhängiges Leben führen zu können, schloss sie die Mittelschule ab. 1980 erhielt sie ein Stipendium der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler. Und 1992 wurde sie als Vollmitglied angenommen. Die Motive ihrer Werke sind vielfältig. Manchmal male ich mit Wasserfarben, aber ich mag Öl. Heute gibt Morita Machiko ihr Wissen gerne weiter und unterrichtet Interessierte in der Malerei. So können ihre Mitmenschen ihr Leben als Mundmalerin verstehen lernen.